Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die 2 vom Bau, zusammen mit dem Steve Mördel. Mahlzeit! Der hebt jetzt quasi die letzte Dachplatte rein und dann haben wir quasi die VIP-Tribüne auch schon wieder fertig. Hast du schon die Stühle angeschraubt? Nee, die Stühle kommen wahrscheinlich ganz zum Schluss. Ja. Premium-Loge ist fertig. Absetzen nicht möglich, da sich etwas im Weg befindet. Ja, und warum klaut er mir den Kran unterm Arsch weg? Was soll das? Unglaublich. Der steht im Weg. Ja. Aber klauen an dem. Halbzeit. Ja. Mit den zwei fertigen Tribünenrängen sieht es direkt mehr aus wie ein Stadion. Bei. Das ist eine komplett andere Perspektive als ein 3D-Modell. Ha, vielleicht sollte ich doch mal wieder meine Gebäude nach Fertigstellung besuchen gehen. Pläne sind ja schön und gut, aber ohne dich wäre das Ergebnis bis hierher niemals so gut geworden. Dann lass uns mal schauen, dass die zweite Halbzeit genauso gut läuft. Wieso zweite Halbzeit? Er kann erzählen, weil wir haben 3 Tribünen gemacht und nicht 2. Ja, ich würde sagen... Ja klar, hier Restaurantbereich, ne? Da wo die High Society dann... Ja, logisch. Guck mal, wie viele Klimaanlagen die haben. Alter Schwede. Und da haben sie sogar hier Sitzplätze-Dinger hingeschraubt. Oder sind das Habex-Wärmepumpen, die sie dahin gebaut haben? Ja, das würde mich ja auch nicht. Wärmepumpe sein. Würde mir auch nicht das wundern. Ist die einzige Tribüne, die Sitzplätze hat. Ja. Kameraüberwachung. Ja, alles. Defi, alles da. Das Ding ist nicht übel. Hier guck, Sitzschalen. In ja. Okay. Doch, nix. Dann Kampagne Futsballstadion. Also wir haben jetzt Eingangsbereich und dann kommt das, genau, Eingangsbereich, warte mal, Auftragssumme hoch natürlich. Und ich guck mal eben, was wir machen müssen. Besprechung, Fundamentaushub, Abraumtransport, Materiallieferung, Auspacken, Kiesverdichtung. Da ist aber einiges drin, du. Mein lieber Mann. Das sind 12 Bauabschnitte. Wow. Und Abraumtransport. Ja. Ja, so sollte es dann sein. Ne? 12 Bauabschnitte. Alter Schwede. Let's go. Wo ist denn der Archi? Ach, der ist schon wieder. Der ist vorne bei deiner... Sag mal, haben Sie meine... Haben Sie meine... Abends jetzt vertrieben. Alter, darf ja wohl nicht wahr. Hätte ich das gewusst, ne? Die haben sie jetzt vertrieben. Gibt's keine. Sag mal, was, guck mal gerade, was ist denn da drüben noch alles für Bauzäune? Ja, keine Ahnung. Unglaublich. Zeit, dass wir uns um den Eingang kümmern. Du ja. Glaubst nicht, wie lange ich an diesen Plänen gesessen habe. Ja. Leider habe ich nicht ganz bedacht, dass eine Betonpumpe die höheren Ebenen des Gebäudes nur schwer erreichen kann. Ach. Es gibt doch auch die Möglichkeit, einen Betonkübel an einem Turmdrehkran zu befestigen, oder? Damit solltest du definitiv auf die nötige Höhe kommen. Und diesmal steht auch sicher nichts im Weg. Bla bla. Hör mal, wenn ich die ganze Scheiße da alleine betonieren darf, dann ist aber was los, du. Bla bla. Ich meine, ich bin ja nun mal der... Fundament ausheben, okay? Abraum abtransportieren. Aha. Das heißt, das können wir nur zum... Also wir müssen... Boah, alles abtransportieren. Du Dose, ich backe und hau das Zeug einfach weg. Ja, das Problem ist nur... Warte mal, was muss denn abtransportiert werden? Der Haufen hier. Bist du sicher? Okay, dann mache ich den Rest mit dem Dozer. Ja. Weil ich wollte gerade sagen, stell dir mal vor, wir müssen dies hier wegbaggern und abräumen, wegtransportieren. Nee, das ist das Häufchen da drüben. Ja, dann ist okay, dann mache ich denn dieses Loch hier mit dem Dozer. Mal gucken, wie tief das wird. Das, aber frage ich mich auch gerade. Wir haben schon ganz andere Löcher mit dem Dozer gebaggert. Richtig. Nee, ich sag nur Raketenabschussrampe. Ja, es sei denn, es ist uns untersagt, das hier zu tun. Nee, das glaube ich nicht. Das war bis jetzt nie untersagt. Ja, wir brauchen dann noch den Dings hier, ne? Ein LKW zum... Nee. Den Dreck haue ich einfach drüber raus.
Kannst ja auch. Wer hat denn euch da erlaubt zu fahren? Na, da kannst du ja. Da kannst. Da kannst du doch eigentlich auch dann mit dem Dozer den Haufen einfach wegschieben, oder? Könnte ich mit Sicherheit. Fällt mir gerade so ein, wenn man es ja nur aus dem Bereich schieben, ja klar. Aber dass meine süße Apfelverkäuferin nicht mehr da ist, das stört mich jetzt schon, du. Ja, wie gesagt, die haben es jetzt dezent vertrieben, ne? Das trifft mich jetzt hart. Eingangsbereich hoch. Guck mal, so groß sieht das Ding gar nicht aus hier. Oioioioioi. Ich glaube, wir graben uns wieder. Ach du grüne Reine. Wir graben uns wieder tief ein. Ja. Es fängt schon mal wieder gut ab. Und ich glaube, die haben meinen Trick durchschaut. Meinst du? Ah, mal gucken. Ja, das wär's, ne? Das wäre natürlich mies ohne Ende. Dann wissen wir genau, wer meine Videos guckt. Und dann sagen die sich, das müssen wir dem Mörtel abgewöhnen. Ja. Das müssen wir unterbinden, das geht nicht so. Ja, überleg mal, wie lange du dabei bist, wenn du das hier ausbaggern willst. Ja, lang. Dann kriegen die hier einen Keller rein oder was? Was soll das denn? Da kommt. Ist ja völlig Meschoge. Man hätte ja auch gut eine Tiefgarage hinbauen können, oder? Ja, eigentlich ja. Ich frage mich, ob sowas im realen Leben auch gehen würde. So ein Loch einfach ausdosern. Die Frage haben wir uns, glaube ich, schon mal gestellt. Ja, das stimmt. Nee, also das alles mit dem Bagger. Nee.
Da hat Mörtel Spezialbau eine viel bessere Lösung. Definitiv, ja. So, jetzt hier rum. Aber so tief wie die Abschussrampe wird's nicht. Oh, haben wir ein Glück. Ne? Das war ja ein Monsterloch. Das war ja abartig. Das war ja nicht mehr feierlich, ne? Die Abschussrampe. Vor allen Dingen, wo die Synchro nicht gepasst hat und wir die ganze Scheiße nochmal machen durften. 6 Stunden Arbeit für ein Bobbes. Hey, aber harter Boden hier, du. Absolut, ja. Packe hier auch gerade auf Felsgestein. Aber die 10%, die kriege ich noch. Ei. Abraum fertig. Können wir mal schauen, was wir beim Mödeln ein bisschen buddeln können. Ja, das Loch ist schon eine Herausforderung. Aber nun. Ja, das hat man aber schon lange nicht mehr, ne? Nee, meist nur kleinere Sachen.
die Backe. Oh, aber das kriegen wir heute auch noch fertig. Ja, mit Sicherheit. Dann muss man natürlich den ganzen Rotz ausbetonieren und hast du nicht gesehen. Garantiert, ja. Wie es halt Adel so ist, ne? Hier im Kellerbereich dann betonieren oder irgendwas. Weißt du nur nicht, warum hier so ein riesen Fundament runter muss und da hinten nicht? Ja, das ist die Frage aller Fragen wahrscheinlich. Von allem, ob da nur Rampe dabei ist zum Ein- und Ausfahren. Normalerweise schon, ne? Ja, weiß ich nicht. Ah, egal, Hauptsache das wird fertig irgendwie. Ja, fertig haben wir bis jetzt alles. Alles weg hier. Aber die Idee ist ja grundsätzlich nicht schlecht, ne? Die Idee, das auszudosen? Ja. Tatsächlich gar nicht so blöd gewesen. Und das rumpelt in dieser Karre hier, du. Ja, aber das nur bei dir. Bei mir scheppert es auch. An, es wird dunkel. Boah, das ist aber nicht schlecht. Ha? Ich sag, das Licht vom Bagger ist nicht schlecht, von dem neuen.
Ach, beleuchtet ist das Zeug auch schon. Ja, selbstverständlich. Fluglichter funktionieren. Ja, aber nicht bis hierhin. Nee, bei uns gibt es noch keine Fluglichter. Die sind noch nicht installiert. Ja, aber die könnten doch trotzdem ein bisschen weiter leuchten da hinten, oder? Nee, nee, die leuchten immer so. Man sieht, dass du dich wirklich nicht für irgendwelche Fußballspiele interessierst, weil ansonsten wüsstest du, wie die Feldbeleuchtung in ungefähr rausgeht. Wahrscheinlich, ja. Naja, aber gut, es muss ja nicht jeder, muss ja nicht Fußballfan sein. Hier weiß es zumindest, du würdest einen Motorsport definitiv Fußball kurz. Definitiv, ja. Also das ist wohl so. Aber wie gesagt, auch eher so Tourenwagen, weißt du? Ja, ja. Guck mal, das Loch ist gar nicht so schlecht hier, wa? Ja. Kann den Boden erkennen. So. Dann schauen wir, haben wir doch schon mal 53%. Jetzt kommt dieser Krempel hier in der Mitte noch weg. Aber solange wie es klappt, ist es doch gut. Kann man das ja machen, wie man will. Hauptsache, man hat das Loch. Genau. Das Endergebnis zählt, alles andere völlig banal.
Gleich 60% fertig. Ja, das Dosen geht natürlich ratzifatzi. Ah, wenn der dicke Haufen hier in der Mitte erstmal weg ist, geht der Rest dann auch wieder schneller. No, ist dann wesentlich mehr Platz zum Lenken hast. Aber das schaut nicht danach aus, dass da eine Rampe wäre. Nö. Ich kann nachher mit dem Kran wieder rausholen. Unternehmen kommen lassen, wer der das irgendwie aussieht. Aber das Loch machen wir heute noch fertig, wa? Ist das aufgenommen, fertig machen oder ist das? Was? Nö, können wir eigentlich aufnehmen oder willst du das offscreen fertig machen? Können wir eigentlich komplett aufnehmen, weil das wird ja so lange, hoffe ich mal, auch nicht dauern. Ja, gibt's halt eine etwas längere Folge diesmal. Ja. Ist doch auch nicht verkehrt. Ich meine, unsere Methode, Löcher zu baggern, ist ja, ne? Deine Methode. Nicht unsere, deine. Ach so. Habe ich nichts mit zu tun. Das hast du alleine du. Ja, ja. Aber es funktioniert ja. Ja, auf jeden Fall. Und das ist das Wichtigste. Es muss funktionieren. Man hätte auch einfach das Loch sprengen können. Hätte man auch, ja. Das hätte man auch. Das wäre auch mal wieder eine interessante Möglichkeit, irgendwelche. Ja.
Ja, wir kommen ans Ziel so langsam. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, aber das war schon immer so. Stell dir mal vor, du müsstest das Ding auspacken und würdest jetzt immer noch bei 23% rumkrebsen, wenn überhaupt. Ja. Und hier wird ja sogar der Boden einigermaßen glatt. Das sieht gar nicht so übel aus. Ja, genau. Ja, ich meine, wenn du auf der Grundschicht bist, tiefer kommst du ja gar nicht mehr. Nö, eben. Dann hier schön alles an die Ränder schieben, ein bisschen weiter als normal. Ist doch perfekt. Auf jeden Fall. So, das war doch gerade dunkel. Wieso ist das schon wieder dunkel? Es ist noch gar nicht hell geworden. Ach so? Oder ich habe das Gefühl. Es wird jetzt dann echt hell. Ja, die Folge wird durchaus etwas länger, aber das halten die aus. Ja, das glaube ich auch. Es gibt ja immer welche, die sowieso wegschalten und ein paar andere, die gucken alles komplett. Und denen kann das sowieso nicht lang genug sein. Manche lassen es halt auch einfach laufen, ne? Und lassen sie doch berieseln. Ja. Machen nebenbei noch irgendwas komplett anderes. Soll es ja auch geben. Ist ja auch nicht verkehrt. Schön zum Einschlafen, so Baustellengeräusche. Ja. Mit unseren sexy, zarten Stimmchen. Ja. Boah, was willst du da immer widersprechen? Raus den Dreck. Weg damit. Ja. Jetzt hat er es auch nicht abgesehen.
Ja, ganz viel ist es nicht mehr. Das sagst du die ganze Zeit. Ja, weil es so ist, ne? Ich sehe ja, wie die Prozentzahl immer größer wird, ne? Ja. Da, ich kann dem ja kaum so schnell folgen, wie die... Ach so, und so. Ja. So ist es. Machen wir mal die 11% noch fertig da. Ja. Ich denke mal, da wo ich jetzt ein bisschen rumgebaggert habe, da wird auch ordentlich noch was Prozente rauszuholen. Ja, ich denke auch. Sieben. Countdown läuft. Jetzt nur noch 6. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Nee, ganz so schnell geht's nicht. Sind's noch 4? Mickriger Materialplatz, wenn ich ehrlich bin. Wo ist denn der? Oh ja, das ist nicht viel. So, mal gucken, wo die letzten 4% liegen, wa?
Drei sind's noch. Naja, Mensch. Es wird. Ah ja, hier sind die. Es war jede Menge Material. War das alles? Nee, da kommt noch was. Jetzt war's alles. Weil ich mir eben gedacht habe, Bausplanmatten und die Betonschalungen brauchen wir wahrscheinlich als allererstes. Ne? Habe ich jetzt halt auch als allerletztes gekauft, dass die quasi oben aufgepackt wird. Ja, ja, klar. Weil ansonsten werden sie nämlich wieder unten gestanden oder erst alles wieder umschlichten. So, wo sind jetzt die letzten Prozente? Da ist nochmal so ein richtiger Spalt hier. Und so ein richtiger Kugel. Die Ecken, die komplette Linie runter, wo du jetzt gerade hinfährst. Boah. Ja, stimmt. Der Tundregran, ein Fundament, der Wahnsinn. Ha? Da hat der Tundregran ein Fundament, das ist ja krank. Naja, es kann schon sein. Ja, wenn du schon mal in die Expertenansicht gehst, dann siehst du das nicht mehr. So. Ah, das kriegen wir auch noch weg hier. Ja, der ganze Haufen muss noch etwas weiter raus. Passt schon. Einfach schieben. Kriegen wir hin. Junge, so langsam könnten die Prozente aber mal höher gehen, du. Bin gleich einmal rum. Schon, aber da vorne steckt, ja, der steht noch nicht frei, das ist schon. Da passiert ja irgendwie gar nichts mehr. Ja. Doch, jetzt. Oh, jetzt. So. Wo sind jetzt die letzten? Hier ist noch ein Wall, den mache ich noch weg. Ah, hier vielleicht noch.
Ja, und wieder 1%. Aber das haben wir doch wunderprächtig gemacht, oder? Ja, das hast du wundertoll gemacht. Selten eine schönere Baugrube gesehen. So. Das muss man dir lassen. Das kannst du prima. Da sind wir fertig. Ja, vielleicht habe ich Glück, dass ich hier hochkomme. Mal gucken. Ja, das könnte der kürzeste Aufgang sein. Ja? Das muss doch gehen. Ist das nicht traurig, dass man hier nicht hochkommt? Mhm. Probier's doch mal bei mir. Ja, sieht besser aus, wa? Das sieht ordentlich besser aus, aber es langt nicht, oder? Na komm, komm. Ab, komm mal. Kein Kontakt zum Boden. Nee. Dann grabe ich mich eben hier raus. Hauptsache, ich komme aus dem Baustellenbereich raus. Unglaublich. Darfst du keinem erzählen, dass das nicht geht, ey. Als Kettenbagger, verstehst du? Oder Kettenhoser. Ja. Das ist ja absolut lächerlich. Ich hab's geschafft. Ja, vor allem als so großes Fahrzeug, weißt du? Ist eigentlich der Bagger noch mit ihm. Habe ich den ultra weit weggeparkt und der steht trotzdem nur im Bereich. Wollt ihr mich trollen? Naja, liebe Leute, da haben wir halt diesmal fast eine ganze Stunde. Ja, es lag am Baggern. So ist es nun mal, ne? Oh, komplett verschallt und verschachtelt. Genau, hier müssen wir noch mehr baggern anscheinend, Fundamente ausheben, ja. Ja, und wie es dann weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Nee, schaut absolut mal Berliner rein und lasst bei dem mal ein Like und einen netten Kommentar da, da freut es sich immer. Genau, und wer die Videos alle schon sehen will, bevor sie überhaupt online kommen, also ich meine, bevor sie wirklich veröffentlicht werden, für alle, der muss eine Kanalmitgliedschaft machen. Ist auch nicht teuer. Ich hab die billigste genommen, ja.
Geht auch nur Bombeliner, bei mir ist das nicht möglich. Nee, du kannst das alles noch nicht. Aber YouTube hat mir vorgeschlagen, Mensch, Junge, mach das mal. Ich sag, gut, bevor ihr mich weiter nervt, mache ich das mal. Aber... Ja. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja. Wie gesagt, jetzt haben wir wahrscheinlich ein kleines... Nee, dürfte hinhauen. Was denn? PVC-Rohre kommst du dran. Baustahlmatten kommst du dran. Ach ja, das klappt schon. Kabeltrommel kommst du auch dran. Das wird schon hinhauen. Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Runde und dann können wir auch hier wieder weiter ausbaggern und so. Genau. Und, ja. Wie das dann alles wird, das seht ihr ja dann. Ne? Bis dahin. Genau. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.